Black Clover. Da soll ich einfach einen anderen Manga lesen. Ah, es gibt kein Manga wie One Piece. Scheiße. Ja, nein, der Run ist eh so komisch. Der Run ist komisch. Ich will den nicht weiterspielen. Mario für setz dich mal anfangen zu Speedrun, nicht zu Let's Playen. Funny. Du im Internet fühlst dich ganz stark hinter deinem Bildschirm, hä? Aber wenn du einmal vor mir stehen würdest, komplett leise wärst du. Komplett leise. Oh mein Gott, Fiona, 100 Bits, dankeschön. John, du bist heiß. Du musst nicht warm. Du musst ND warm werden. Mods Bantin. Leute, ich hab's schon gesagt, Leute, die N schreiben, also NH und NT statt nicht. Also, das ist ja die dümmste Abkürzung. Wer ND für nicht schreibt, na, das ist die dümmste Abkürzung. Mods Bantin. Ozone, was geht? Gerade sind harte Zeiten. Für mich hätte Jujutsu Kaisen-Fan irgendwie. Kocht jeder auf Twitter den Manga. Ich muss. Ja, stimmt. Ich glaube, das werde ich in den 3 Wochen machen. Den JJK-Manga lesen. Ich bin nur Anime aktuell. Ja. Jetzt willst du dich hier rechtfertigen, Lenny. Na, ND geht zu weit. Krieg ich ein O in den Chat für Lenny, der gerade getimeoutet ist? Er kann nichts schreiben, Mann. Er kann nichts schreiben, Mann. Okay, warte. Chillt. Okay, das hat geklappt. Ach ja. Twitch ist so simpel. Twitch ist so simpel. Ich bin so ein einfacher Mensch, wenn es um Twitch geht. Einfach so Hamster in meinem Chat. Ich bin glücklich. Hi, okay. Endlich Only Up. Ja, Mann. Nein, kein Only Up heute. Timo steht ja auf der Ibo. Digga. Das habe ich Timo auch schon privat geschrieben, deswegen kann ich es auch öffentlich sagen. Imagine, man geht nicht auf die Dokumi. Aber auf die IBO in Friedrich oder wo auch immer das ist. Bro, wo chillt er? Er ist auf irgendeiner random Messe. Er will nicht Doku. Na, also wirklich, Timo. Mysterium, wenn es um sowas geht. Was ist Ibo, Bro? Das ist irgendeine Messe in Friedrich oder so? Bro. Er chillt in Friedrich lieber statt in Düsseldorf mit seinen Atzen und so, seinen besten Freunden und so. Naja. Aber ich hoffe, er hat ganz viel Spaß. Ich habe schon seine Instagram-Stories gesehen. Die Messe sieht alright aus. Vor allem, die Ibo ist zur selben Zeit wie die Leipziger Buchmesse. Und er chillt lieber auch. Er chillt lieber in Friedrich auf der Ibo. Naja. Ah, ich küsse Timos Herz. Ich liebe ihn. Aber wir haben schon einen Termin für Only Up. Aber ich sag ihn nicht. Falls er wieder verschoben wird, dann ist niemand enttäuscht, versteht ihr? Aber nur damit ihr wisst, es passiert. Ha. Höre Ibo zum ersten Mal. Bro. Ich hab's auch nur durch Timo erfahren. Das ist irgendwie in Friedrich oder so. Friedrich, kranker Ort, aber die Messe super quatschi. Quatschomato. Okay, ja, vielleicht ist Friedrich krass so, you know, aber... Es ist halt Friedrich, you know. Ibuprofen. Wir hatten eine halbe Stunde später bei Hi. Hi. Was geht? Leute, ihr müsst euch nicht entschuldigen fürs zu spät kommen. Ich meine, das ist keine Schulstunde, you know? Also ihr könnt kommen und gehen, wenn ihr wollt. Ich habe starke Schmerzen, Ulster der JetBlue ist. Safe! Normal, same, Digga. Mifrix, was geht, Alter? 24 Monate, 2 Jahre ist crazy shit. Vielen, vielen Dank, also Real Talk, für die ganze Unterstützung und für die Treue und so, fürs am Start sein. Kriegen wir ein Herz in den Chat für Mifrix für die 2 Jahre? Baba Meilenstein und ein O? Kriegen wir ein O in den Chat? Ach ja, ein O und Herz? Oh Gott. Fuck. Wait, was? Mein Hund hat noch meinen Rucksack voll geschissen. Tut mir leid, dass ich 28 Minuten zu spät bin. Also alles gut, Mann. Wollen wir den Chat hier wie so eine Schul...
wie so eine Schulklasse irgendwie strukturieren. Müsste mich jetzt fragen, ob ihr auf Klo gehen dürft. Auch Quatschi, dass man Lehrer fragen muss, ob man auf Klo gehen darf. So ein wildes Konzept. Alter, Pascal. Pascal, oh Gott. Der allerechte Bro. 33 ist eine sehr befriedigende Primzahl, you know? Ich weiß nicht, was Primzahlen sind. Ey, aber danke, Bro. Vielen Dank für die 33. Ehrlicher Ehrenmann. Dankeschön. Fick mein Leben. For real sad, dass er die Doku skippen will. Es ist seine Wahl, ne? Aber dass er auf die Ibo geht, ist crazy. Oh Gott. Er weiß nicht, was eine Primzahl ist. Oh Gott. Doch. Ist eine Primzahl nicht eine Zahl, die man durch nix teilen kann? Irgendwie sowas? Ich wollte eigentlich Schnapszahl sagen, weil eine 33 ist eine Schnapszahl. Aber ich habe dann irgendwie Primzahl gesagt, so. Bro, man braucht Primzahlen auch nicht. Man hat das irgendwann in der 5. oder so gelernt und seitdem nie wieder erwähnt. Nur durch 1 und die Zahl selbst. Genau. Irgendwie sowas war das. Man kann die nur durch 1 teilen. Gehst du schon mit wen auf die Doku? Ja, mit Hockey. Die Doku wird cool. Ich freue mich richtig auf die Doku. Er hat mich sogar gefragt, ob ich mit auf Ibo in Friedrich gehen möchte. Oh, dass du hier bist, heißt aber, dass du Nein gesagt hast. Und das Ding ist halt, ey, kurzes Statement zu Ibo, falls das hier Ibo-Zuständige sehen wollt. Was für ein... Ah, oh nein, mir fehlt der da hinten, Bro. Ich habe den schon wieder vergessen. Jetzt kommt dieser Animationsheimloss. Bro, ich habe nichts gegen Ibo in Friedrich, versteht ihr? Aber ich habe was gegen diese Entscheidung, dass man nicht auf die Dokumi gehen will. Aber auf die Ibo und Friedrich, versteht ihr? Patrick, Servus, nenn mich nicht Multi-Ulti, ey. Wie geht's dem Besten der Besten heute? Okay, ich verzeih dir. Obwohl, du hast so Dach gemacht. Das ist auch schon wieder ein bisschen weird. Aber ne, mir geht's sehr, sehr gut. Wann war die Dokumi nochmal? Anfang Juli. Es war gestern, da war Run Race. Wäre sonst schnell rüber gescheppert. Aber nicht für die Messe, sondern für meinen guten Freund. Safe. Das check ich. Doku ist mir zu weit weg, leider. Ibu ist zumindest näher. Ja, I guess das ist maybe auch ein Argument für Taimau. Aber ja. Naja, ich hoffe, er hatte Spaß auf der Ibo. Okay, wir müssen ja nicht... Leute, die Ibo bekommt mir hier gerade zu viel Aufmerksamkeit in meinem Livestream. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, wir müssen über die Ibo nicht weiter reden, oder? Bro Ulti, einer meiner Besties. Wait. Bin ich dein Bestie? Wait, das ist Parasocial. Ich kenne dich nicht. Ja, was geht? Ich fühle mich schlecht. Oh mein Gott. Ich hoffe, dieser Stream wird dich aufmuntern, Mann. Nächstes RM-Kino-Event in Friedrich dann halt. Na. Das letzte RM-Event war schon im Süden. Das nächste RM-Event soll mal irgendwo in NRW stattfinden. Oder komplett im Norden würde ich feiern. So in Hamburg. In Hamburg würde ich fühlen. Ibo so random. Digga, Ibo ist komplett random. Dach ist cutes Emoji. Geht. Ich verbinde Dach immer so mit alten Männern. Ist euch schon mal aufgefallen, dass der Durchschnitts-Dach-User 40 ist? Das ist auch immer so ein bisschen passive-aggressive. Das ist so, ja, wusste ich schon, Dach. Versteht ihr, das ist immer so ein bisschen, wenn man so auf angepisst ist. Deswegen, na, ich verbinde Dach mit nichts Gutem. Aber natürlich, 2013 habe ich den auch geused. Dumpy! 4 Monate, dankeschön. Ey, was ist für eine Wette? CCM Grün. God damn. Ich bin ein Jahr jünger als du, Digga. Ne, ey, kein Angriff. Wenn du Dach usen willst, so. Es ist nur meine persönliche Assoziation mit jenem Emote. Krieg ich ein O in den Chat? Ich liebe das. Der lächelnde Smiley ist passive aggressive. Ja. Doppelpunkt. Klammer zu. Ist so passive-aggressive.
Das ist immer so, ja, schön für dich. Und dann, aber noch schlimmer ist der WhatsApp-Emoji. Dieser WhatsApp-Emoji, der nur lächelt, ist immer passive-aggressive. Den kann man nicht auf real net usen. Es geht nicht. Oh, das war sehr, sehr knapp. Ich musste abbremsen. Jetzt habe ich natürlich einen Cycle hier verloren. Aber besser als zu sterben, you know. Der Winkel war sehr, sehr Krise. Ist okay. Ja, genau den, Chango. Den kann man nicht auf real net usen. Wenn du Early PB holst, Isaac, ich coach dich. Okay, Deal. Wir manifestieren es hiermit. Heute Isaac, wenn ich Early PB hol. Junge, ich drück mich. Ich bin so ein Drückeberger bei Isaac. Weil ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht, das zu streamen. Nein, wohin? Ach, scheiße. Leute, ich traue mich nicht, Isaac zu streamen. Aber Isaac macht so Spaß momentan. Ich spiele sehr gern Isaac. Aber ich bin noch so schlecht. Isaac ist so schwer. Man kann aber sowas wie schön für dich auch nicht positiv sagen. Auch wenn man es möchte. Ja, wie sagt man jemandem, dass man sich für ihn freut? Meine Krankenkasse? Ich glaube Sparkasse. Scheiße. Freust du dich schon auf den 1.4.? Dann gibt es lecker Kiffbolzi. Bro, ich freue mich sehr auf den 1.4. Das ist ja jetzt offiziell durchgewunken, ne? Das mit Cannabis. Aber ich sage es euch so, wie es ist, Jungs. Cannabis ist natürlich eine Droge und man sollte es nicht verherrlichen. Und wisst ihr, wer die coolsten sind? Die Leute, die Spaß haben können, ohne Drogen zu nehmen. Yeah, ist ja so. Ist ja so. Aber trotzdem freue ich mich. Die Zeiten der Verfolgung sind vorbei, Jungs. Oh, wow. Ach du Scheiße. Das hätte nicht funktionieren dürfen. Das Teufelskraut. Verliererkraut, oder? Verliererkraut. Special Stream am 1.4. Ach so. IRL Stream im Park. IRL Stream in Offenbach, Digga. Scheiße. Das Teufelszeug. Yeah. Cheater. Oh mein Gott. Der größte Betrüger im Pro-Gaming. Ich sehe allgemein keinen Sinn hinter Alkohol, Drogen und Zigaretten. Ja, Gigachat. Kranke Aussage von dir. Ist ja auch so. Am besten ist das Leben, wenn man nüchtern ist. Ist ja so. Es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Ah, kein Problem, Mann. Kriegst einen Eintrag, Bro, aber ansonsten alles gut. Nein, Leute, das hier ist kein Schulunterricht. Ihr müsst mich nicht fragen, ob ihr auf Klo gehen dürft. Ihr müsst euch nicht entschuldigen, dass ihr zu spät seid. Oh. Bro, das hätte ins Auge gehen können. Wie Kontaktlinsen. Ach du Scheiße. Darf ich mir in die Hose pissen, Herr Lehrer? Safe. Wieso freust du dich über die Legalisierung, wenn du Drogen nicht magst? Verstehst du, Jason? Ich bin einfach ein Freund davon, wenn Leute, die am Feierabend sich mal was genehmigen wollen, nicht so gehandelt werden wie Straftäter, Mann. Wie Kriminelle. Ich freue mich einfach für diese Leute. Ich bin halt kein Egoist und denke nur an mich selbst, you know? Ich freue mich für jeden, der sich einfach was genehmigen will und keiner Fliege was zuleide tut dabei und dass die nicht geahndet werden, von der Polizei gesucht werden, als wären das irgendwelche Mörder. Starke Aussage, danke, Mann. Gänsehaut. Claps in den Chat. Oh, oh. Kannst du mir ins Maul pissen, Herr Lehrer? Safe. Ulti ist einfach der moderne Forsaken in Mario 64. Sag nicht der moderne Forsaken. Das ist eine crazy Aussage, Bro. Okay, chillt mal. Ich muss hier diese Rutsche perfektionieren, Jungs. Ich bin gerade inmitten eines... Ich bin gerade wirklich am Pro-Gamen. Es ist ja wirklich so. Ich bin wirklich... Dieses Spiel hier haben Millionen Leute gespielt und ich bin unter den besten paar hundert der gesamten Welt. Lass euch das auf der Zunge zergehen. Ihr schaut gerade einem Pro zu.
Herr Lehrer, warum streamen Sie Pornos über Overhead-Projektor? Junge. Overhead-Projektor, Digga. Kreidetafeln. Ich wünschte, ich würde jetzt erst zur Schule gehen. Weil es wird ja immer normaler, dass alle Schüler Tablets haben, Laptops und so, von der Schule gestellt. Nicht so, man kauft sich ein auf Reich, sondern in der Schule statt so auf College-Block und... Jungs, okay, ihr fühlt das safe alle. Vor einem neuen Schuljahr immer zu Rossmann gehen und sich Hefter in jeder Farbe kaufen, dann überall raufschreiben Deutsch, Mathe und so. Das ist alles, das gehört der Geschichte an. Jetzt ist alles noch über Tablet und so. Aber geil, ist doch übel geil. Wir wurden ein paar Jahre zu früh geboren, Jungs. Wir haben zwar Tablets, aber kein Internet. Ja, oh juckt. Also Hauptsache, man kann mit den Tablets mitschreiben, kein Papier, Shit und sowas. Aber jetzt im College-Block gelagert? Normal. Also später Oberstufe natürlich auch nur noch College-Block. Aber eigentlich dumm. Weil da muss man immer alles mitschleppen, you know. Der Vorteil in Heftern war halt immer, man konnte immer so aussortieren mäßig. Die Fächer, die man heute nicht hat, können zu Hause bleiben, you know. Bei College Block muss man immer 10 Kilo an Zetteln mitschleppen, immer alles durchsuchen. Okay, wo sind jetzt meine Mathezettel? Ich hatte immer ein System bei College Block Lagern. Ich hatte immer ganz vorne sind Sprachen, ganz hinten sind Naturwissenschaften und in der Mitte sind Geisteswissenschaften. Ich hatte eine Sortierung im Umsortierten. Versteht ihr, was ich meine? Vor allem so umständlich, statt alles einfach so in so Heftern zu ordnen. Ich orte das im College-Block. Oh mein Gott, was war die Wette? Nein. War die Wette grün in CCM? Das wäre dann ja übel tragisch. Oh nein! Die Wette war wirklich CCM grün. Bro, 0,8 Sekunden. Scheiße, ich hab's gar nicht auf dem Schirm gehabt. Damn. Sorry an alle Believer. Nein, ich sehe alle Namen. Ich sehe alle Namen und wie viele Minuspunkte ihr gemacht habt. Scheiße, Mann. Klassischer Sean. Dach-Dach-Smiley. Sag das nicht. Herr Sean, gehen Sie ins Gym. Ich ziehe momentan durch. Natürlich sind die Definitionen von durchziehen bei jedem anders, aber für mich persönlich reicht es mir schon, wenn ich einfach aktiv da bin, you know, regelmäßig. Nicht einfach so einen Monat random Pause machen oder zwei, drei Wochen Pause machen. Ich gehe nicht jeden Tag hin, aber ich gehe genug hin. Ich bin zufrieden. Ich muss mich wieder eindecken mit Stuff. Ich gehe momentan nur Gym. Aber ich brauche mal wieder so Supplements, Kreatin und sowas. Wow. Ich will wieder richtig durchziehen. Was? Nein, 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 nein. Ist er jetzt stuck? Okay, er kommt nach oben. Trotzdem Time Loss. Oh, wie unnötig. Warum blieb er da so komisch stecken? Ach, Mann. Hi, hatte heute Umzug. Jetzt auspacken und dein Stream, Alter. Ich hoffe, alles lief gut, Mann. Umzug ist, glaube ich, das Schlimmste, was es auf der Welt gibt. Umziehen, ey, wirklich die nächsten Jahre echt gar keinen Bock darauf. Alles einpacken, alles auspacken und vor allem die alte Wohnung ready machen, war eine der schlimmsten Sachen, die es gab für mich. Weil meine alte Wohnung halt so stabile 300 Kilometer entfernt war, das heißt immer... Dahin fahren, irgendeine Scheiße putzen, zurückfahren und repeat. Herr Sean, wieso kommen Sie nicht mit Auto zur Schule? Maul! Maul! Herr Ian, bitte nenn mich nicht so. Warum mögen Sie es, das Videospiel Mario 64 auf der offiziellen N64-Version zu streamen und damit Ihren Unterhalt zu verdienen? Das ist eine gute Frage. Es macht mir einfach Spaßi. Spaßi bei Mario 64? Oh mein Gott, Junge. Das beste Jump'n'Run, das es gibt auf dem Planeten. Was esst ihr heute? Ich mache mir gleich parallel zum Stream gefüllte Paprikaschoten mit 30 Gemüsefüllung. Damn! Ach du Scheiße. Das klingt wie die ultimative Gönnung. Ich mache mir Raps wahrscheinlich. Ich habe mir ein paar Raps gegönnt. Und so ein paar Gemüsesachen, halt so Basic Shit. Ich habe mir so Paprika geholt auch. Gurke, Zwiebeln. Geile Soße und halt so Raps, you know, so Tortilla-Shit. Es ist so ein easy Clap, sich dann einfach so geile Scheiße zu machen. Und, das weiß ich noch nicht, ob ich das in die Raps packe.
Ich habe so Veggie Chicken noch. Das war im Angebot bei Rewe letzte Woche. Das klingt wie eine ultimative Gönnung. Keine Nudeln mit Pesto. Gab's heute schon zum Mittag. Spaßi. Ich habe heute ein Auto mit einem Schild gesehen, wo drauf stand, hier ein Fahranhänger. Ich bitte um ein wenig Geduld. Also Fahranfänger. Ich bitte um ein wenig Geduld. Voll süß. Und dann diesen Sad Hamster daneben. Rap so ein Cheatcode. Ja, es gibt so easy Möglichkeiten, gesund zu essen. Selbst wenn man nicht kochen kann, einfach Gemüse schneiden in einen Wrap machen, Ram. Oder Gemüse schneiden in die Pfanne, bisschen Reis dazu, Ram. So. Es ist keine ist kein Hexenwerk. Nudeln mit grüner Pesto, was ist das für ein Emote? Holy shit. Der ist nicht von mir, oder? Es wird gekocht. Wait, seit wann habe ich den? Es wird gekocht? What the hell? Seit wann ist der denn hier? Naja. Das ist so das Schicksal, wenn man 300 Emotes enabled hat, oder? Gemüse schneiden und dann boom. Es ist so. Es ist buchstäblich Breath of the Wild. Man schmeißt das in die Pfanne so. Tschuk, 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 tschuk. Dann hat man lecky Essen. Lecky. Wie läuft der rum? Der Run läuft ganz nice eigentlich. Plus 5 ist voll okay. Ist echt okay, ist echt okay. War natürlich nichts Weltbewegendes, ne? Aber ich meine, man sollte natürlich seine Gefühle immer vom Run distanzieren, weil ansonsten wird es einfach nur schmerzhaft. Am besten mit Firebros zerkratzten Pfanne. Ja, die wurde vernichtet, die Pfanne. Diese Pfanne gibt es nicht mehr. Ich will mal wieder einen Kochstream machen. Das Einzige, was mich davon abhält, ist legit dieses Setup in der Küche aufzubauen. Weil das ist immer so ein Akt. Ich muss halt mein komplettes Mikrofon hier entkabeln. Beziehungsweise das nicht mehr, weil ich habe jetzt mein Ansteckmic. Aber ich muss meine Cam entkabeln, da aufstellen, Laptop aufstellen. Es ist Krise. Es ist Aufwand. Aber auf der anderen Seite macht es halt auch Spaß. Alles umbauen, gar keinen Bock. Ja, ist halt wirklich so. Wie kann man seine Kratze eigentlich so... Wie kann man seine Kratze so verfahren? Nee, wie kann man seine Pfanne so zerkratzen, Bro? Mir wurde seit Tag 1 von meiner Mama eingebläut. Du Knecht. Wenn du noch einmal mit der Gabel in der Pfanne rumkratzt, dann wirst du enterbt. Und seitdem immer beachtet. Das war ein Todesurteil bei meiner Mom. Da irgendwas rumzukratzen in der Pfanne. Deswegen, das ist in meinem Kopf eingebrannt. Wie ist die neue Zentrale so? Ich bin sehr zufrieden mit meiner neuen Zentrale, mit meiner neuen Wohnung. Natürlich braucht es noch ein bisschen Zeit zum Einrichten, aber ich bin sehr zufrieden. Ich mag auch jetzt das Licht im Hintergrund. Ich habe eine neue Lampe. Die sieht man jetzt in dieser Einstellung nicht, man sieht nur das Licht neben Ain't No Way. Sieht mittlerweile sehr cozy aus. Oh mein Gott, Dankeschön. Ja, ich habe mir eine Stehlampe gekauft. Die sieht man leider nur, wenn die Cam 16:9 ist und nicht so gecroppt. Aber man sieht ja das Licht. Ich finde es auch sehr, sehr gemütlich. Irgendwas fehlt noch. Irgendwas fehlt noch im Hintergrund. Bei der Lichterkette. Die Lichterkette, ich glaube, ich mache die weg und mache da irgendwelche Bilder hin. Aber ich bin mir noch unsicher. Mal gucken. Ja, ich mache es jetzt auch schon. Neongrün wird gleich kommen, Mann. Das, was mich halt ein paar Monate zurückgeworfen hat, war dieser Weihnachtsbaum. Junge, dieser Weihnachtsbaum, weil als dieser Baum da stand, ich hatte so keine Motivation, da irgendwas am Raum zu ändern, weil, you know, der Baum steht da ja. Wäre der Baum nicht gewesen, ich wäre schon viel weiter beim Einrichten. Aber ist okay. Ich finde, so ist es auch schon gut. Es kann halt nur noch besser werden. Und das ist schon mal eine gute Basis. Falsche Fernbedienung. Zack. Manga Wallpaper. Ja, so ein bisschen Weep-Shit hätte ich Bock. Auf jeden Fall, das ist ja mein Stream-Hintergrund. Ne? Das kann schon ein bisschen nerdy sein. Wie dieser Streamer. Oh wait, zack.
Ich habe überlegt, auch irgendwie so Game Cartridges oder Cover von Games hinzumachen. Irgendwie so Mario 64, N64 Box irgendwie hier aufhängen oder sowas. Anime mal wieder. Ja, ja, normal, so. Ich meine, to be fair, wir haben noch gar nichts mit Anime-Hauch im Hintergrund hier stehen. Nur die Ulti-Figur, aber die sieht man auch nicht. Man sieht nur den Rand ganz rechts. Die Ulti-Figur steht im Hintergrund. Ah, die zählt ja nicht. Das ist ja quasi auch meine Frau, you know. Wir haben ja geheiratet, so. Aber ich habe neben meinem Schreibtisch schon ein riesen Manga-Regal stehen. Ah, sieht man nicht. Das steht hier direkt neben meinem Monitor. Ah, sieht man nicht. Ich mache irgendwann eine Roomtour. Dann checkt ihr, wie mein Raum aussieht. Ich mache irgendwann eine Roomtour. Ah, dafür muss die Wohnung erstmal fertig sein. Und das dauert noch. Rechnet irgendwann Ende des Jahres damit. Ich meine, Timo hat auch seine Roomtour irgendwie so 2 Jahre nach seinem Umzug hochgeladen. Ich denke, das ist okay. Mami, ich bin doch verheiratet. Warum sagt ihr alle, ich bin verrückt? Ich bin verheiratet. Das ist genauso wie der eine Typ, der so einen Baum geheiratet hat. Das bin ich. Timo hat IRL Delay. Ja, er laggt ein bisschen. Er laggt. Bau es in Sims nach. Oh mein Gott, das wäre echt lustig. Hast du dann gelesen? Ist echt ein geiler Manga. Nee. Leider nicht. Ich will Vagabond lesen. Das kommt ja jetzt wieder in Deutsch raus, falls ihr die News mitbekommen habt. Oh Gott. Und ich glaube, das ist Schicksal. Es wird Zeit. Oder JJK jetzt aktuell werden, endlich. Here we go! Berserk. Ja, Berserk habe ich schon gelesen. Berserk. Einer der besten Pieces of Fiction, die ich jemals konsumiert habe. Real Talk. Falls ihr die Möglichkeit habt, und das habt ihr alle, weil, also, es gibt so ein paar Wege im Internet, sage ich mal, dann lest Berserk. Es kann manchmal ein bisschen abgefuckt sein und ich würde sagen, ein insgesamt unglücklicherer und miserabler Mensch als vorher, bevor ich Berserk gelesen habe, weil es scheiße abgefuckt und ich bin gebrochen. Oh mein Gott, Heizl hat wegen mir Berserk gelesen, Digga. Er schreibt mich so an, Bro. Ich werde nicht mehr glücklich in diesem Leben. Gaetano hat auch wegen mir angefangen, aber er hat so ein Chapter gelesen. Mit Wege meinst du, den Manga zu mir nach Hause bestellen? Genau. Auf unironisch? Der Weg, wie ich mir Mangas kaufe, was nicht oft ist, weil meine Real-Life-Manga-Sammlung ist nicht besonders groß. Aber ist jetzt immer eBay-Kleinanzeigen. Ich schwör's euch, Jungs. Bei eBay-Kleinanzeigen, ihr müsst auf diese Mütter geiern, die Mangas von ihren Töchtern oder sowas verkaufen und so gar keinen Plan haben. Die denken sich, ja, diese Comics, die verstauben hier. Dragon Ball Band 1 bis 30, ja, die alten Comics, so für Zwambo oder sowas. Safe, so halt so diese, die so gar keinen Plan... Es ist schon so ein bisschen Abzocke. Wir zocken diese armen Mütter ab, aber ich meine, also die haben den Preis dahingeschrieben, you know. Und es gibt immer solche Leute. Es gibt immer solche Leute, die haben halt so gar keinen Plan und machen das viel zu billig, so für ganze Sammlungen. So 30 Mangas oder sowas für so einen Euro. Schon wer sagt, oh oh. Halt dich fest! Oh mein Gott! Alles gut, Mann. Wir sind alive, der Runner lebt! Der Runner lebt. Rest in Peace, Toriyama O7. Der Runner ist am Leben. Kleinanzeigen ist echt gut. Ansonsten gehen so Rebuy und Medimobs auch. Digga, Medimobs, Digga. Scheiße, da habe ich mir immer meine Schullektüren gekauft. Weil ich war ja am Deutschleistungskurs. Und wir haben gefühlt alle 2 Tage ein neues Buch gelesen. Ja, immer Medimobs, Digga. Immer irgendwie gebraucht oder sowas. So ein Schiller-Schinken. Geil. Ist das etwa das waschechte, der waschechte Ultishorn?
Wer lebt und lebt, Mann? Wer lebt und lebt? Du sagst es, Mann. Du bist angekommen. Du bist angekommen an dem Ort im Internet, Mann. No, ich dachte Goldsplit. Nö, kein Goldsplit. Krieg ich ein O in den Chat? Krieg ich ein O in den Chat? Würde dir eigentlich empfehlen, gebrauchte Konsolen auf Rebuy zu kaufen, auf jeden Fall. Ich kann Rebuy allgemein sehr, sehr empfehlen. Immer wenn ich irgendwelche Spiele oder sowas gekauft habe, Rebuy, günstig, geil. Es kam in nicer Quali an und so, natürlich gebraucht, aber ich hatte nie Probleme. Sogar besser als eBay, meiner Meinung nach. Weil auf eBay gibt es manchmal so ein paar Verkäufer. eBay ist zu groß, you know. Das benutzt die breite Masse viel zu doll und dementsprechend auch die Wichser. Rebuy wird ja alles so kontrolliert und sowas. Ich kann Rebuy übrigens auch empfehlen, um Sachen zu verkaufen. Weil auf Rebuy ist es so unkompliziert. Natürlich, wenn man so einzelne preiswerte Sachen hat, dann würde ich das nicht über Rebuy machen. Aber wenn man so einen Chunk an Videospielen loswerden will, dann kann man diese ganze Box zu Rebuy schicken und die haben in der Datenbank halt immer so einen bestimmten Wert für diese Sachen. Und die schicken einem dann das Geld dazu. Es ist einfach gut, um so auszumisten, you know. Natürlich, wahrscheinlich würde man alles einzeln verkaufen, über eBay Kleinanzeigen oder sowas, würde man ein paar Euronen mehr verdienen. Aber ich meine halt so wirklich so Spiele, die so 3 Euro oder sowas wert sind. Ich denke, da ist es okay, dann einfach Rebuy, zack, zack. Also Rebuy ist schon eine nice Anlaufstelle. Besser als GameStop, alles ist besser als GameStop. Allgemein GameStop, Jungs. Wer von euch enjoyt denn GameStop? Ich muss sagen, früher fand ich GameStop immer voll nice. Weil das war nicht so wie Saturn, so ein Technikladen, wo es auch Videospiele gab. Das war halt einfach so ein Gamingladen. Ich so, yo, GameStop, voll cool. Mittlerweile, Digga. Mittlerweile, es ist so komisch dort. Das ist einfach so eine komische Atmo. Da sind auch keine geilen Sachen mehr gefühlt, sondern einfach nur so Merch aus China, so richtig ranzig. Das ist einfach nur so, um so die Normies zu cashgrammen. Ich weiß nicht mehr, ob es Rebuy gewesen ist oder eine andere Firma, aber einmal habe ich Professor Layton und der Ruf des Phantoms bestellt und stattdessen kam der Teil mit Laytons Tochter an. Okay, das ist natürlich wack. Sowas habe ich noch nie bei Rebuy erlebt. Aber waren die wenigstens kulant? Weil, puh, Lady Layton will man wirklich nicht haben. Das bockt ja wirklich nicht. By the way, ich habe die Layton-Mangas von Clay gelesen, die er mir geschickt hat. Und die sind eigentlich voll cool. Es gibt Professor Layton-Mangas und ich enjoy die voll. Weil ihr müsst euch diese Mangas so vorstellen. Professor Layton und Luke erleben so ein Abenteuer, dies, das. Und auf einmal kommt so ein Rätsel. Genau wie in den Videospielen. Und dann kann man das Rätsel quasi lösen und umblättern. Und dann steht auf der nächsten Seite die Lösung. Das ist voll cute gemacht. Glaubst du, jemand will auf Rebuy von mir Lernerfolg Englisch Klasse 1 bis 4 kaufen? Safe, safe. Das Ding ist halt, du schickst das ja Rebuy. Das ist ja das Nice. Auf eBay ist es ja so, du musst dich mit diesen Kunden rumschlagen und sowas. Bei Rebuy ist es so, du schickst es der Firma und die verkaufen es dann weiter. Deswegen so ein paar Euronen würdest du dafür safe bekommen. Ich glaube, ich werde niemals der Twilight Princess spielen. Das kostet überall mindestens 90 Euro. Ja, ich sag mal so. Ich weiß natürlich, Nintendo ist jetzt in letzter Zeit so ein bisschen dagegen vorgegangen. Deswegen will ich hier keine offizielle Empfehlung aussprechen. Aber es gibt Wege, um es mal so zu sagen. Wege existieren. Ich hasse tatsächlich Elbenwald mit jeder Faser in meinem Körper. Elbenwald. Was ist nochmal Elbenwald? Ich glaube, ich bin richtig dumm gerade, weil Elbenwald kenne ich. Ich weiß gerade nicht. Rebuy sagt 6 Euro, safe. Oder besser, als es im Regal vergammeln zu lassen. Und Chronox, was geht, man? Mit Wege meinst du, Zelda Twilight Princess zu kaufen und mir auf meiner Nintendo GameCube... Was? Und für die Nintendo GameCube nach Hause zu bestellen? Ja, genau.
Nein, 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 nein. Ultra Rare Fail, Ultra Rare! Ultra Rare Fail, wann passiert mir das denn? Wann ist mir das letzte Mal passiert? Oh, no, no, no. Oh, mein Gott, das geht so viel Time los. Scheiße, ich heul gleich. Lass mich in Frieden. Ah ja, okay, das ist Major Time Loss. Ach du Scheiße. Run that chill. Der Run ist nicht tot deswegen. Ah, eben war jetzt auch so ein Merch-Stop. Ah, stimmt, ich kenne den, ich kenne die Läden. Ja, das ist auch sowas. Ich finde Elbenwald noch mal ein bisschen unangenehmer als GameStop. Weil also Elbenwald ist ja legit. Das ist ja für Hardcore-Nerds. Das ist ja so Star Wars und so Herr der Ringe-Shit und sowas. Ich mag Herr der Ringe, aua. Und ich mag Harry Potter und so. Aber so ein ganzer Store nur mit Harry Potter-Stuff und so. Obwohl, nee, Harry Potter klammer ich aus, weil Harry Potter finde ich echt nice. Also Herr der Ringe und Star Wars Shit, es ist mir sehr unangenehm, da so zu sein, you know. Ich weiß nicht. Keine Elbenwald, nur weil die so Harry Potter Zauberstäbe verkaufen, die sind sauteuer. Ja, für Harry Potter bin ich leider ein Sucker. Weil ich mag Harry Potter sehr gerne. Aber ich würde mir niemals einen Stock für 80 Euro oder so kaufen. Generell so Harry Potter Merch muss nicht sein. Man will wirklich nicht in einem Elbenwald gesehen werden. Ja, irgendwie nicht. Das erste Mal, wenn man reinkommt, ist es so, oh cool, und dann ja, wächst diese unangenehme Atmo irgendwie. Nichts gegen meinen Sirius Black Zauberstab. Nein, 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 nein. Wie gesagt, ich finde das cool so. Harry Potter Shit. Aber so, der Preis ist schon ein bisschen honorless. Man geht genau einmal in Elbenwald, exakt. Genauso wie bei GameStop für mich heutzutage. Ich gehe da auch nicht mehr rein für irgendwas. Bro, der halbe Store ist eh noch diese Funko Pops. Funko Pops nur als Geschenk. So, man kauft sie nicht für sich selbst, oder? Das ist so, ja, ich schenke dir mal eine Funko Pop. Aber niemand kauft die so, oh ja, geile Figur, ich stell die mal bei mir hin im Regal. Nein, das macht man doch nicht. Ich habe ein paar Funko Pops und alle wurden mir geschenkt. Und also ich bin dankbar und die stehen auch bei mir im Regal. Aber Bro, man kann auch übertreiben, you know? Alter, Fuchs, K. Johnny, ey! First time Chatter, willkommen im Stream. Habanero. Die schwarzen Augen der Funko Pops wirken so seelenlos. Es ist auch einfach nicht schön, irgendwie. Was? Wow. Es schleichen sich in diesem Run wirklich Ghost Rare Fails ein. Wann bin ich hier das letzte Mal einfach runtergefallen? The fuck. Ihr habt das Gefühl, es ist schwerer da runterzufallen, als einfach da hochzuklippen. Also um da runterzufallen, muss man wirklich präzise da so wirklich so vorbeischwimmen. Wow. Reife Leistung, Bro. Wow. Geh da hoch, Mario. Wow. Hä? So komische Fails irgendwie. Das ist völlig, völlig komisch. Hab genau eine Funko Pops und das war wegen der Gamescom Mystery Box. Damn, stell dir vor, du kaufst eine Mystery Box und hast eine Funko Pop drin. Scheiße. Okay. Chill. Hier kann noch ein Common Mistake passieren. Ah, ich glaube zu weit rechts. Nicht! Let's go! Nice. Aber ey, da war schon mehr drin. Ich hole mir dieses Jahr wieder eine. Okay, meinst du, das war worth? Huh. Vielleicht muss da mal
vorbeigesteppt werden bei den Mystery Boxen. Na, ich glaube nicht. Wobei, ich mag Mystery Boxen eigentlich. Das ist so dieses, dieser Nervenkitzel. So, okay, wofür habe ich gerade Geld ausgegeben? Weiß nicht, ob ihr es wusstet, Jungs. Aber ich mag auch so ein bisschen Glücksspiel. Deswegen, so dieser Glückaspekt an dem Ganzen ist schon cool. Aber am Ende des Tages hat man, glaube ich, so dann zu viel Stuff, den man gar nicht will, you know. Ich habe mir mal überlegt, man kann sich ja vom Flughafen so verlorene Koffer kaufen. Was, by the way, voll das komische Konzept ist. Stell dir vor, du verlierst deinen Koffer. Was ja wirklich 9-11 ist. Das ist so schlimm. Und anstatt dass irgendwie versucht wird, den Absender zu finden, so, die werden einfach so vertickt. Ich habe mir mal überlegt, sowas zu kaufen. Aber irgendwie ist mir das auch zu makaber. Bro macht 1000 Euro Prank Bros Mystery Box. Oh, yo, wahrscheinlich, Mann. Feldmarschall aus Wald, Bro. Dankeschön für den Resub. Vielen, vielen Dank, Mann, Bro. 3 Monate, wow. Kuss geht raus. Wir haben trotz Tod nur 6 Sekunden verloren, was sehr, sehr stark ist. Aber jetzt sind wir wieder rot, das heißt, jetzt muss Gamer-Modus aktiviert werden. Okay, ich mach nun Gamer-Modus. Ich mach jetzt ernst. Imagine, das ist so deine da ist so eine PS5 drin und die verkaufen die so für 30 Euro, ja. Wahrscheinlich. Tims, was geht? Wahrscheinlich, Bro. Wo ist das Schutzgeld für die Schirmmafia? Nein, Bro. Aber ich bedanke mich für die Spende. Die Schirmmafia bekommt rein gar nichts von mir, Mann. Fiona, danke schön für die 100. Alter, danke schön. Am Ende ist da so eine Bombe drin. Oh ja, in der Gamescom Mystery Box. Ich will was Cooles bekommen. Ich will so einen Chuck Jack aus Fortnite oder irgendwie sowas. Imagine, man kauft so einen Koffer und da ist so super wichtige Medikamente drin. Scheiße. Ah, diese Koffer werden ja safe, bevor die verkauft werden, so durchgesucht. So, auf einmal sind da so, keine Ahnung, so Drogen drin und Waffen und so Leichenteile und so. Das wird ja vorher safe überprüft. Goldene Scar. Ja. Irgendwie sowas. Sowas wäre actually cool. Ich brauche mehr Mario 64 Stuff in meinem Hintergrund. Weil Mario 64 ist ja so ein bisschen mein Ding auf Twitch. Und so andere Streamer haben auch so Fortnite-Shit. Ich brauche mal so diese Gemälde aus Mario im Hintergrund. Weil das gab's auch noch nie. Da bin ich, glaube ich, der Einzige dann. So cool. So, ich brauche so Worms Fortress im Hintergrund. Ich würde dir ein 3DS holen. Ich würde mir ein 3DS holen wegen Tomodachi Life und Luigi Dream Team Bros. Ey, wenn dir das Spiel gefällt, Bro. Ich fand's leider nicht so geil. Aber gönn dir. Wow. Das geht doch voll vom Preis her. Also ich glaube, für einen Fuffi bekommst du schon einen. Musst du mal gucken. Auf eBay oder so. Nee. Also ich habe mir ein New 2DS XL gekauft. Ah, ist schon ein paar Jahre her. Das war während Lockdown noch. Das war so 2021. Ich glaube, Huni für New 2DS XL. Wait, mittlerweile 300, wir sind teuer geworden? 3DS? Goldsplit! Oh my god. Heavy random, warum ist ein 3DS? Gebrauchter, ja, also ich meine schon gebraucht. Ich meine auf eBay oder Rebuy oder sowas. Wie teuer ist ein OG 3DS auf Rebuy? Kann das mal jemand nachschauen? Das wäre für mich sau random, wenn die jetzt teurer werden würden. Warum? Fängt das schon an, wie beim GameCube, so ein auf Sammler-Dings? Ist doch noch... Was? Na, das ist Betrug. Der ist ja durch mich durchgejumpt. Egal, Bro. Ist mir Jucke. Ey, ist mir wirklich scheißegal, Mann. Okay, 150 auf Rebuy. Trotzdem teurer, als ich dachte. Ich dachte...
Also vielleicht nicht Fuffi, aber so. Also unter 100 dachte ich safe. Wait, Smashy, was hast du mit deinem 3DS gemacht? Kaputten Akku und kaputte Schultertasten? Alter, what the hell? Ja, der Run liegt in Scherben. Aber ich meine, wir haben noch genug vor uns, oder? Man könnte meinen, es wäre dir Latte wie Platte. Okay, Bro. To be fair, der war schon alt. Meine Schwester hatte den, seit der 3DS auf dem Markt war. I guess. Aber mein 3DS funktioniert fantastisch. Aber mein 3DS ist bei einem Homie. Seit Corona auch, seit 4 Jahren oder so. Der spielt safe nicht damit. Aber meine Sachen sind eh verstreut bei Homies. Wenn ich so Sachen ausleihe, so... Meine Sachen sind deren Sachen, you know. Okay. Wie stehst du zum Anime Hunter x Hunter? Meisterwerk. Ich finde, jeder sollte ihn geguckt haben. Sehr, sehr geil. Ich finde den Anfang noch so ein bisschen schwach. Und falls ihr den guckt und den Anfang auch so ein bisschen schwach findet, guckt weiter. Es wird noch insane, Mann. Vor allem die Animation ist voll schön. Meine damaligen Homies, was du... Oh mein verfickter Gott. Du wurdest abgezogen von damaligen Homies? Scheiße. Ne, ich meine schon Homies, denen ich vertraue. Aber man kennt's als Kind, Bro. Ich habe bis heute noch Spiele von meinen alten Homies von damals. Aber halt nicht, weil ich die abgezogen habe, also nicht, weil ich es bewusst gemacht habe, weil ich sie abziehen wollte. Sondern legit, weil man hat es einfach vergessen. Ich habe mir damals auch voll viele Spiele ausgeliehen und man hat es vergessen, okay? Ich habe sie nie zurückgegeben, aber halt nicht so bewusst, sondern so, ich habe es vergessen. Sean zieht mir auch jeden Tag Geld aus der Tasche. Ich meine an sich true, du bist seit ein paar Jahren Sub. Aber das Geld ist gut investiert, Mann. Ich schwör's euch, Leute, bei mir zu subben oder zu spenden ist gut investiertes Geld. Ich würde auch sagen, besser als irgendwie Aktien oder Kryptowährungen, ETFs oder sowas. Weil bei mir wisst ihr, ihr schenkt das der Liebe und einem Menschen mit einem großen Herzen. Besser kann man es auch nicht investieren, oder? Bin pleite wegen dir. Bro, du bist 2 Monate Sub. Das sind 8 Euro, für die ich sehr dankbar bin. Rainbow Ride Grün. Wow. Was eine Wette. Wenn ich schon Rainbow Ride Grün lese, dann bekomme ich schon Despair. Aber man will ja hier nichts jinxen. Okay. Der Winkel ist verkackt. Scheiße! Das ist Katastrophe. Ja, der Hase hat halt hier reingeschissen, ne? Deswegen werde ich jetzt Major Rot sein. Aber es hätte schlimmer kommen können. Würdest du das erste Roller Coaster Tycoon streamen? Wahrscheinlich nicht, Mann. Ich habe mal Planet Coaster gestreamt. Davon gibt es auch ein YouTube-Video. War ein sehr spaßiger Stream. Juhu! Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Okay. Es fängt wieder an, oder? Es fängt wieder an. Willkommen im Endgame. Willkommen an der besten Stelle dieses Speedruns hier. Ich habe nie was investiert und trotzdem hat meine Familie mich verlassen wegen dir. Ich mache gerade so jeden Fehler, den es gibt. Okay. Let's go. Was?
Wie kann man dagegen bonken? Ah, mein Gott. Egal. Ey, so schlimm ist der Mistake nicht. Wir gehen einfach hier hoch und dies, das. Ist voll okay. Hey Sean, warum hast du diese Funktion eigentlich? Michi 7 Stream Streak, weil die Leute zu reich werden, Mann. Ich will nicht, dass ihr Saugis bekommt. Ihr müsst alles in Wetten rausholen. Nein, halt dich fest. Ah, es war auch komisch. Naja. Tiny Time Loss, aber ist okay. Es ist auch echt okay, Mann. Meine Devise ist ja Hauptsache nicht sterben. Sean, einfach so ein krasses Individuum. Wait, nennst du mich Individuum? Ich meine, ich bin ein Individuum, du auch. Aber ist das so eine Sache, die man sagt zu Leuten? Okay, scheiß drauf. Wir holen das hier in Minus raus. Wir werden grün nach dem Split, Guys, wie geht's deiner Schlange? Gut. Tatsächlich sehr gut. Er freut sich bester Gesundheit. Au. Oh, warte. Half-Bible, Bro. Ich bin gerade nicht in der Lage, um Rainbow Ride sowas zu lesen, Bro. Und Arne, hau rein. Okay. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gutes Rainbow Ride. Scheiße, okay. Nur noch diese eine Welter. Das Problem ist halt, TikTok lief in meiner PB eigentlich perfekt. Das heißt, ich darf mir jetzt hier gar nichts leisten. Ich lebe. Egal. Nein, geh da hoch. Was ein Fehler. Egal. Ich lebe. I guess. Okay.
Woher kommt das Clean Movement? Ich bin gut in dem Spiel. Oh oh, nein. War es zu spät? Nein. Geil. Bro, ich schwöre, es war eine Millisekunde. Eine Millisekunde später und das hätte sich ja alles bewegt. Okay, okay. Noch zwei. Noch zwei Sterne. Noch einer, noch einer, noch einer, noch einer. Und den kann man eigentlich nicht verkacken. Ah, das sind berühmte letzte Worte, Mann. Nix jinxen, ja, ja, ja. Einfach Maul halten. Maul halten ist die beste Strat. Alter, Tiramisu, geil. Okay. Wir sind grün. Wir sind grün, wir sind grün. Jetzt heißt es nicht reinscheißen. Jetzt heißt es alles oder nix. Let's go! Ich schwitze so doll. Oh mein Gott, mein Controller ist so nass. Egal, scheiß drauf. Nice. Oh mein Gott. Oh, oh. Der Goomba stand gefährlich. Oh mein scheiß Gott. Okay. Nein, als ob! Ich war mir so sicher. Ich hab mich schon gefreut. Bro, scheiß nicht rein. Okay. Let's go. Nein, aber ist das noch 58? Ist es noch 58? Ist es noch 58? Ist es noch 58? Ja. Okay, ja. Let's go! Nice, 58. Geil. Geil, 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 geil. Wow. Wow. Das ist insane. Das ist... Oh, das ist insane. Wir haben es wirklich geschafft. Actually insane. 58. Nach all der Zeit. All die letzten Streams, in denen ich so kurz davor war. Ich wusste. Man darf einfach nicht aufhören.
heute keinen Kanal löschen. Natürlich, wenn man hier nach hinten schaut, ne? Es ist sehr viel Luft nach oben da. Hier minus 18, dann war ich wieder plus 10 und sowas. Ah, das ist ja das Schöne, oder? Das ist ja das Schöne. Es ist so viel Luft nach oben da. Das war erst der Anfang der Journey, versteht ihr? Ich bin froh. Deine Belohnung. Oh mein Gott, Dankeschön für die 100 Bits. Das nächste Mal 57, dann 56 und dann Weltrekord. Und dann will ich sehen, wie irgendjemand lacht. Dann will ich sehen, wie irgendjemand über mich lacht und mich irgendjemand scheiße nennt und sagt, ich werde eh keinen Weltrekord schaffen. GG, schon der Löwe. Ihr werdet es sehen.